A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Brüder und Schwestern, wir fassen die Nachricht von Maulana Sheikh Mohammed zusammen, der uns die Anfang Dezember gegeben hat. Und es geht da hauptsächlich um die Impfung, um die Corona-Impfung. Und zwar hat er gesagt, dass wir ja in schwierigen Zeiten leben, besonders jetzt eben seit diesem Coronavirus. Und für die Gläubigen ändert sich eigentlich nichts. Es ist normal, die Zeit eigentlich, weil wir wissen, dass alles von Allah kommt und dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Und Allah gibt uns alles, was wir brauchen, um glücklich zu sein in diesem Leben und im nächsten Leben. Und Zeiten werden schwieriger, noch schwieriger. Und jetzt haben sie einen Impfstoff, der jetzt vielleicht nach Weihnachten auch eingesetzt wird in Deutschland. Und die Empfehlung von Maulana Sheikh ist, dass wir haben nichts gegen die Impfung. Und wer sich impfen lassen will, soll sich impfen lassen. Die Empfehlung jedoch ist, zu warten, also nicht jetzt es sehr eilig damit zu haben, weil normalerweise ein Impfstoff zu entwickeln braucht 8 bis 12 Jahre. Er hat gesagt 5 Jahre hier, aber 8 bis 12 Jahre haben wir auch von Wissenschaftlern gehört. Und es ist jetzt sehr schnell gekommen und wir wissen nicht, was passiert. Ja, die Corona-Krankheit, wer die hatte oder hat, es geht meistens relativ milde, der Verlauf, meistens, natürlich nicht immer. Und man wird danach wieder gesund. Was bei einer Impfung passieren kann, das weiß man gar nicht. Da können Schäden auftreten, auch später irgendwann, die nicht mehr gut zu machen sind, nicht mehr rückgängig und nicht mehr wieder gut zu machen sind. Deswegen sollte man besser warten, vielleicht 3 bis 5 Jahre oder so, vielleicht lieber warten, 2 bis 3 Jahre, das hat er gesagt, ja, zu warten, damit, bis man sich impfen lässt. Ja, man weiß nicht, woher das kommt, dass dieses Virus, es ist alles unklar. Und wenn einem jetzt Zwang auferlegt werden sollte, also er empfiehlt nicht, keinen Zwang draus zu machen, auch den Regierungen empfiehlt er das. Und wenn dann doch ein Zwang entstehen sollte, dass man praktisch gezwungen wird irgendwie, dann sollte man sich unterschreiben lassen, dass derjenige, der einen zwingt, auch die Verantwortung übernimmt. Und entsprechend, wenn irgendwas passiert, Entschädigungen natürlich auch zahlt. Ja, das ist die Empfehlung von Maulana Sheikh. Ihr müsst euch das dann unterschreiben lassen in dem Fall, wenn es zwangmäßig passieren soll. Ja, das ist die Empfehlung von Maulana Sheikh, was dieses Thema angeht. Salamu alaikum, Allah möge euch gesund erhalten und euch in seinem Segen leben lassen, uns alle, inshallah. Amin, Fatiha.